Ja, das Leben in Österreich hat sich im vergangenen Jahr sprunghaft verteuert. Mieten, Lebensmittel und Energiepreise. Wenn es nach der SPÖ geht, braucht es einen Deckel. Dazu und wie die SPÖ Österreich regieren würde, spreche ich jetzt mit SPÖ-Sozialsprecher und Gewerkschafter Josef Muchitsch. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, 2023 ist zwar ein noch relativ unbeschriebenes Blatt, aber trotzdem fürchten viele Österreicher auch aufgrund der Teuerungen, dass das ein hartes Jahr werden wird. Und das, obwohl die Regierung eigentlich letztes Jahr ja zahlreiche Anti-Teuerungsmaßnahmen festgelegt hat. War das jetzt alles für die Katz? Ich sehe eigentlich keine Anti-Teuerungsmaßnahmen dieser Regierung, sondern was gemacht wurde, sind Einmalzahlungen, sind Auszahlungen von Bonusmitteln an betroffene Gruppen. Aber damit haben wir nichts dazu beigetragen, dass die Teuerung bekämpft wird. Und das ist auch unsere große Kritik. Die SPÖ hat Preisdeckel vorgeschlagen auf mehrere Bereiche, auf Mieten, Nahrungsmittel oder Energie, aber auch auf Sprit. Wieso wären denn Preisdeckel ein sinnvollerer Zugang? Ja, weil ich damit die Inflation senke. Ne? Das heißt, wenn ich die Preise drücke, die Preise runtermache und parallel dann einen Deckel draufsetze, dann halte ich auch die Inflation nieder. Und das wäre alles möglich gewesen, ist bis dato nicht gemacht worden. Das heißt, wir haben konkrete Vorschläge seit Beginn dieser Teuerung im Frühjahr 2022 eingebracht, mit einem Mietpreisdeckel, mit einem Deckel auf Spritpreise, weil wir nicht einsehen, andere Länder machen das erfolgreich und Österreich macht das nicht und die Pendlerinnen und Pendler werden hier eindeutig zurückgelassen, im Stich gelassen oder auch das Senken von Grundnahrungsmitteln, indem man die Mehrwertsteuer aussetzt für einen gewissen Zeitraum, wie das jetzt Spanien macht, erfolgreich macht, natürlich begleitend mit einer Preiskommission mit Biss, die natürlich darauf achten muss, dass die Preise dann nicht wieder parallel steigen, bis hin zu anderen Maßnahmen bei Deckeln von Energiepreisen, aber in Form von Deckeln für alle Energieformen. Mhm. Finanzminister Brunner hat ja argumentiert, dass ein Modell wie in Deutschland, in Österreich keinen Sinn machen würde, also Stichwort Gaspreisbremse oder Gaspreisdeckel, weil eben insgesamt bei uns hier nur 23% der Österreicher und Österreicherinnen mit Gas heizen. Jetzt weiß man ja, wer mit Gas heizt, der hat wirklich einen sehr großen Kostensprung vor sich oder auch hinter sich. Würde eine Gaspreisbremse, so wie es Brunner argumentiert, wirklich keinen Sinn machen? Sinn würde machen, den Gaspreis einmal hinunterzubringen. Das heißt, natürlich macht es Sinn, den Gaspreis zu senken, aber gleichzeitig, und das ist auch versäumt worden, das Merit-Order-Prinzip außer Kraft zu setzen, weil alle anderen Energieformen, das heißt, die 77% der Haushalte, die nicht mit Gas heizen, sind die Energiepreise auch mitgestiegen. Obwohl es nicht weniger Sonnenenergie gibt, obwohl es nicht weniger Wasserkraft gibt, das ist ja alles mitgekoppelt am Gaspreis. Und deswegen wäre es so wichtig, den Gaspreis einmal zu entkoppeln von allen anderen Preisformen der Energie, um hier die Energiepreise wirklich in den Griff zu bekommen und niedrig zu halten. Aber ist das möglich auf österreichischer Ebene oder muss man hier auch wieder auf Europaebene ansetzen? Die Regierung sagt immer, das ist ein europäisches Thema. Fakt ist, Portugal und Spanien hat das selbst in die Hand genommen. Und die fragt mich immer wieder, wie oft fliegen wir noch nach Brüssel, bis wir endlich mal etwas weiterbringen, damit die Teuerung für die Menschen in Europa und in Österreich auch tatsächlich bekämpft wird. Mhm. Und vorher haben Sie schon angesprochen, das Einfrieren der Mieten, auch eine Forderung der SPÖ bis 2025. Jetzt ist der nächste Bautenausschuss am 24. Jänner, da soll das aufs Tapet gebracht werden. Wie rechnen Sie sich denn hier Ihre Chancen aus? Bei dieser Bundesregierung sehr gering, außer der Druck steigt noch weiter in der Bevölkerung, hier endlich etwas tun zu müssen seitens der Politik. Das Konzept liegt seit Monaten am Tisch. Wir haben jetzt nur noch konkretere Zahlen. Das heißt, die kalten Mieten, das heißt ohne Energie in einer Wohnung, sind im Jahr 2022 durchschnittlich um 17,5% gestiegen. Und viele fragen sich, was hat die kalte Miete eigentlich zu tun mit einer Teuerung bei Energiepreisen, die ja noch nicht eingerechnet ist bei der kalten Miete. Und hier länger zuzuschauen und nichts zu tun, das halten wir einfach für fahrlässig gegenüber jenen Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Mieten in Zukunft bezahlen sollen. Abgesehen davon muss man auch klar sagen, unser Modell ist klar am Tisch gebracht, eine Mietpreisbremse bis 2025 und danach
valorisiert, angepasst am Verbraucherpreisindex eine Steigerung wieder zu ermöglichen. Und Sie sagen, also die SPÖ hat hier jetzt ihren Teil getan, können nicht mehr tun und der Druck aus der Bevölkerung müsse steigen, weil die Regierung eher auf die Bevölkerung hört? Oder wie würden Sie das dann interpretieren? Nee, ich glaube, das größte Problem ist, Veränderungen herbeiführen kann man nur bei Wahlen. Wahlen stehen jetzt nicht an auf Bundesebene. Die Menschen können aber sehr wohl bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten und in Salzburg in den nächsten Monaten ein klares Zeichen setzen und sagen, mit dieser Politik sind wir nicht einverstanden, was hier ÖVP und Grüne in Österreich machen. Jetzt gibt es sehr viele Baustellen, die man in diesem Jahr auf den Tisch bringen muss. Was wäre denn Ihrer Meinung nach oder was sind die wichtigsten Hebel? Wo muss man denn beginnen? Man muss weiter dort den Hebel ansetzen, wo die Regierung versagt. Das ist bei der Teuerung, das ist bei einer funktionierenden Gesundheitspolitik, das sind Maßnahmen, auch Arbeitsplätze weiterhin in Österreich bestmöglich zu sichern, bis hin natürlich auch zu den Fragen, zu mehr Kinderbetreuungsplätze, zu Maßnahmen für eine bessere Pflege, bis hin zu einer funktionierenden Migrationspolitik. Ein Bereich, und Sie haben es jetzt angesprochen, der auch sehr gelitten hat unter der Pandemie, natürlich der Bereich der Pflege. Ärztinnen und Ärzte fehlen in allen Ecken Österreichs. Werden jetzt die Helden der Pandemie vergessen? Das sind bis dato von dieser Regierung vergessen worden, weil ich erinnere, es gibt einen Pflegebonus für jene Menschen, die in den letzten 3 Jahren durch die Krisen tagtäglich ihren Job gemacht haben. Die Beschäftigten in Pflege- und Gesundheitsberufen wird nicht ausreichend gedankt. Das heißt, alle Vorschläge, die wir eingebracht haben, dass es eine Anrechnung gibt für eine Schwerwetterregelung, wurden von der Regierung abgelehnt. Dass alle Menschen einen Pflegebonus bekommen, brutto für netto und nicht nur ein Teil der pflegenden Beschäftigten wurde abgelehnt. Und das nächste Problemfeld tut sich auch schon auf. Diejenigen, die jetzt einen Pflegebonus bekommen, haben wir schon erste Informationen, dass sie ihn nicht bekommen, weil sie unter dem Jahr den Dienstgeber gewechselt haben. Also hier ist wieder etwas im Gange, was nicht ausreichend gut vorbereitet ist. Und letzter Punkt, die pflegenden Angehörigen werden im wahrsten Sinne des Wortes abgespeist mit einem Familienangehörigenbonus von 4 Euro pro Tag, 125 Euro pro Monat. Deswegen wird niemand zu Hause bleiben und sagen, ich pflege jetzt meine Angehörigen. Abgesehen davon gebührt dieser Pflegebonus nur für ein Viertel der pflegenden Angehörigen. Und das ist eindeutig zu wenig. Das ist auch ein Push wie bei der Patientenmilliarde. Diese Milliarde hat es nie gegeben, die von der Regierung versprochen wurde. Und diese Pflegemilliarde gibt es in Wahrheit ja auch nicht. Warum? Weil wenn 2.000 Euro brutto ausbezahlt werden und wir mit einem Volumen von 570 Millionen Euro rechnen und die Hälfte davon wieder der Finanzminister zurückkassiert durch Steuern bzw. durch Sozialversicherungsabgaben, dann kostet dieses nicht 1 Milliarde, wie von der Regierung angekündigt. Also ein schwieriges Thema natürlich, Pflegebonus. Sie fordern hier, dass hier etwas getan wird. Eigentlich, wenn man so diese Themenlage der SPÖ anschaut mit den Teuerungen und den ganzen wirtschaftlichen Sorgen, müsste die SPÖ ja eigentlich voll punkten. Trotzdem liegt sie bei Umfragen derzeit hinter der FPÖ. Seit gestern findet jetzt auch die Neujahrsklausur in Klagenfurt statt, wo man sich auch die Frage stellt, wie würde Österreich unter einer SPÖ-Führung aussehen? Was denken Sie, was wäre denn der Unterschied zur derzeitigen Regierung? Wir würden mehr Maßnahmen setzen zur tatsächlichen Senkung der Teuerung. Wir würden in der Gesundheitsversorgung wieder das zurückführen wollen, was ÖVP und FPÖ verursacht haben, nämlich eine Privatisierung unseres Gesundheitssystems, eine schleichende Privatisierung. Wir würden im Bereich der Kinderbetreuungsplätze und Einrichtungen mehr Geld in die Hand nehmen wollen, damit es auch die Möglichkeit gibt für mehr Vollzeitjobs, für eine bessere Betreuung, für den Ausgleich zwischen Familie und Job. Wir würden im Bereich der Finanzierung aller dieser Maßnahmen, auch was die Pflege betrifft, haben wir wesentlich mehr Ideen und Vorstellungen, wie wir das Problem lösen können. Und dazu braucht man natürlich an Geld und wir würden auch in der Finanzierung ganz klar mehr tun wollen im Bereich der Besteuerung von Vermögen und der Besteuerung von Übergewinnen durch Konzerne.
Jetzt gab es auch vor allem ein Thema, wo die Meinungen intern bisher auseinandergegangen sind, das Thema Migration. Denken Sie, wird man sich hier jetzt einig werden und einen gemeinsamen Fahrplan finden? Ich bin überzeugt, dass wir uns einigen werden. Wir müssen uns einig werden, aber ich möchte schon festhalten, in welcher politischer Verantwortung liegt dieses Thema seit 20 Jahren. Das liegt in der Verantwortung der ÖVP. Die ÖVP stellt seit 20 Jahren den Innenminister, seit 20 Jahren den Außenminister, seit 20 Jahren die politische Verantwortung für Integrationspolitik. Und viele fragen sich schon, was haben diese Verantwortlichen seit 2015, seit der letzten Flüchtlingskrise gelernt? Was haben wir verändert? Was haben wir verbessert? Und wir kommen zum Ergebnis, es hat sich nichts verändert und nichts verbessert, obwohl es gute Vorschläge gibt. 2017 hat die SPÖ ihr Modell präsentiert für ein Integrationsjahr. Das war damals auch mit der ÖVP gut in Verhandlungen, aber dann kam ja der Sturz von Mitterlehner durch Kurz und das Thema war wieder weg, weil die ÖVP natürlich mit diesem Nichtstun im Bereich der Integration oder Zuwanderung Stimmen machen will, offenbar bei Wahlen. Dieses Problem ist lösbar, wir müssen es nur wollen. Also die Verantwortung liegt bei der Regierung bzw. bei der ÖVP, sagen Sie, aber trotzdem war ja die SPÖ beim Thema eher zurückhaltender, also beim Thema Migration. Kritiker sagen dann sogar, die SPÖ sei zu spät auf diesen Zug aufgesprungen. Jetzt ist es ja auch kein klassisches SPÖ-Thema, aber trotzdem ist dieses Problem in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denken Sie, dass man dieses Thema als Problem innerhalb der SPÖ jetzt erkannt hat? Ich bin überzeugt, wir haben es erkannt. Ich bin überzeugt, dass wir mutiger sein müssen mit klaren Positionen. Es braucht klare Linien, wie eine Zuwanderung stattfinden soll und kann. Das heißt, unser Programm sieht ja auch vor, dass es entlang der EU-Außengrenzen Verfahrenszentren geben muss, wo die Menschen dort dementsprechend informiert werden bzw. aufgeklärt werden, Wirtschaftsflüchtling oder Kriegsflüchtling. Das ist ein klarer Standpunkt von uns. Wir fordern auch klar, dass es eine faire Asylpolitik in ganz Europa gibt. Österreich, wir müssen auch den Mut haben zu sagen, Österreich eine Willkommenskultur ohne Grenzen, das geht nicht mehr. Ja? Wir brauchen diese klaren Regelungen an der EU-Außengrenze. Wir brauchen aber auch Maßnahmen, um zu sagen, die Menschen, die sich schon in Österreich befinden, die müssen eine Chance haben, schnell integriert zu werden, schnell am Arbeitsmarkt eine Chance zu bekommen, damit sie ihr neues Leben in Österreich selber finanzieren können. Die Person, von der die Querschüsse zuletzt auch immer wieder gekommen sind, Hans-Peter Doskozil, der wird ja selbst nicht anwesend sein, weil er bei dem Präsidium gar nicht angehört. Sie haben sich im Vorfeld auch eine klare Ansage in seine Richtung gewünscht. Inwiefern wird denn Hans-Peter Doskozil zur Sprache kommen beim Parteipräsidium? Ich bin auch nicht im Parteipräsidium, aber ich würde es auch für positiv sehen, wenn Hans-Peter Doskozil in den Bundesgremien wieder mit dabei ist. Wir sind eine offene Bewegung in der Sozialdemokratie. Jede Meinung hat Platz. Sie sollte heute in den Gremien geäußert werden und nicht über öffentliche Botschaften. Das ist mein Wunsch dabei. Ich gehe davon aus, dass es hier wieder zu einem gemeinsamen Miteinander kommen wird. Das ist notwendig. Jeder in unseren Reihen macht eine gute Politik. Jeder in unseren Reihen hat politische Ansichten. Sie müssen halt nur dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich intern in den Gremien. Das wäre sehr wichtig, weil jede andere Debatte in der Öffentlichkeit, egal in welche Richtung sie SPÖ intern geht, schadet nicht nur der SPÖ, es schadet der gesamten Bevölkerung, der gesamten Gesellschaft. Warum? Die Sozialdemokratie hat die besten Konzepte und Rezepte gegen die Teuerung, hat die besten Vorschläge für ein faires, gerechtes Miteinander in diesem Land, für alle Menschen, die sich hier aufhalten. Wir lähmen uns fast immer wieder selbst mit diesen Personaldebatten in der Öffentlichkeit. Und Sie haben da auch zuletzt sehr klare Worte gefunden, dieses ständige öffentliche Anpatzen könne so nicht weitergehen. Sie haben da auch öffentlich auf den Tisch gehauen, aber war das dann notwendig, dieses Machtwort? Wie denken Sie darüber? Es war eine persönliche,
ein persönlicher Befreiungsschlag für mich, weil mir diese öffentliche Debatte wie vielen anderen in diesem Land auch schon auf den Nerv geht. Kommen wir zu einem anderen Thema. In seiner Neujahrsansprache hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen davon gesprochen, dass der innenpolitische Wasserschaden, von dem er im Oktober angesichts der ÖVP-Affäre gesprochen hatte, noch nicht behoben sei. Denken Sie, kann man diesen Wasserschaden dieses Jahr bei der ÖVP beheben? Diesen Wasserschaden muss die ÖVP selbst beheben. Und wir haben ja gerade in den letzten Jahren leider miterleben müssen, wenn es in politischen Parteien zu derartigen Vorfällen kommen, die an der Korruption nagen, dann ist es oft gescheiter, einen reinen Tisch zu machen. Und diesen reinen Tisch muss die ÖVP selbst machen. Wir haben das 2017 miterlebt mit der FPÖ, mit Ibiza. Die ÖVP ist auch gut beraten, hier endlich reinen Tisch zu machen und sich von jenen Personen zu trennen, die mitschuld waren an diesem Wasserschaden. Nun sprechen wir auch noch kurz über die FPÖ, weil Dominik Nepp gestern hier bei uns war. Politiker bekommen ab dem 1. Jänner mehr Geld. Konkret geht es um 5,3%. Bei Spitzenvertretern ist das dann schon mal ein Körperlgeld von rund 1.000 Euro mehr im Monat. Dominik Nepp, Wiens FPÖ-Chef, fordert hier, dass Politiker, Spitzenpolitiker ihr Gehalt spenden sollen. Diese Gehaltserhöhung stehe Politikern gar nicht zu. Generell, wir haben nachgefragt bei der Krone, alle Politiker haben sich dazu wenig äußern wollen. Wie sehen Sie die Spenden? Würden Sie Ihr Gehalt angesichts dieser Teuerung spenden? Ich brauche hier nicht die Empfehlung des Herrn Dominik Nepp. Ich mache das seit 2020. Ich habe auch die Familienbeihilfe sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt, weil diesen Familienbonus mit 2.000 Euro im Jahr, weil ich nicht einsehe, dass ich als gut verdienender Mensch einen Familienbonus mit 2.000 Euro erhalte und eine alleinerziehende Mutter mit 1.200 Euro nichts bekommt. Ich habe auch die letzte Gehaltserhöhung zur Verfügung gestellt zur Gänze und ich werde auch 2023 das wieder tun. Was viele im letzten Jahr auch sehr unfair empfunden haben, waren die hohen Gewinne von Energieunternehmen. Im November hat die Regierung beschlossen, dieser kriegsgewinnbedingte Übergewinnsteuer quasi für fossile Unternehmen einzuführen. Das ist rausbekommen. Bis zu 40% sollen hier vom Gewinn rückwirkend mit Juli abgeschöpft werden. Diese Übergewinnsteuer sagt zum Beispiel ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, sei nur eine Gewinnsteuer light. Wie sehen Sie das? Ginge da dann noch mehr? Da ginge wesentlich mehr, weil ein Übergewinn sagt ja ganz klar aus, alles, was dort über diese Grenze liegt, ist ein Gewinn zusätzlich, mit dem man nicht kalkuliert hat. Theoretisch kann man die Übergewinne bis 100% abschöpfen, aber sowohl AK wie auch ÖGB haben mir ein gemeinsames Modell präsentiert, das wesentlich mehr bringen würde an Steuereinnahmen, 3,5 bis 4 Milliarden Euro an Übergewinnen. Und abgesehen davon hat unser Land, unsere Republik, noch einen Riesenspielraum im Bereich der Besteuerung von Vermögen. Ja? Wenn man denkt, auf allen Kontinenten unserer Erde bis auf Afrika gibt es Länder, die höhere Gewinnsteuern haben als wir Österreich. Und wenn man sich dann Europa anschaut, wo wir wirklich ganz hinten sind, ja, mit nur 1,4% Steuerleistung durch Vermögen am Gesamtsteueraufkommen, der Rest zahlen Haushalte, den Rest zahlen Unternehmen, die nicht in dieser großen Vermögensspirale drin sind. Ja. Also dann sage ich, da ist einiges drinnen. Wenn ich mir anschaue, dass Ungarn und die Türkei die Vermögen höher besteuern als wie Österreich, wenn ich schaue, Schweiz, Deutschland doppelt so hoch wie Österreich, England viermal so hoch wie Österreich, Niederlande, Belgien, dann haben wir großen Spielraum. Und auch die Europäische Kommission empfiehlt Österreich seit 2019 endlich etwas zu tun im Bereich der Vermögensbesteuerung und im Bereich der Besteuerung von Erbschaften über 1 Million. Vielen Dank, Herr Muchic. Also hier ist noch einiges an Handlungsbedarf. Dankeschön. Dankeschön.